Ja, hallo Volkmar, da bin ich wieder. Von Hallo, einem grüß dich, Peter. Volkers Null TV Talk traf ich Volkmar Schick zum zweiten innerhalb weniger Tage. Da Volkmar ist ja im Moment in der letzten Phase zur Veröffentlichung, zum Start seiner Pfeiferei, die internationale Pfeifenmesse in Stuttgart, die Pfeiferei. Das läuft auf Hochtouren. Ich habe gesehen, da tut sich auch ständig noch was. Und wer meine Neugierde kennt, der weiß, dass ich dann auch gerne noch einmal nachhake. Volkmar, was gibt's denn Neues? Es gibt viel Neues noch, oder rundgeschliffenes, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt tatsächlich 32 Pfeifenmacher am Start. Und es läuft alles wie geplant. Das ist ja schon mal beruhigend. Aber ich beginne nachts zu träumen. Träume sind wichtig und sehr wertvoll. Nur Albträume sind schlecht. Da hast du recht, ja. Sag mal, gibt es ausschließlich Kunstwerke der Pfeifenbauer oder habt ihr auch sogenannte Sammlerstücke dann im Angebot? Also wir haben zunächst mal wirklich den Fokus auf die Pfeifenmacher und ihre Pfeifen. Aber wir haben ja immer den ein oder anderen dabei, große Sammler dabei, die natürlich dann auch mal Stücke mitbringen und zeigen. Also ich denke, es ist so ein kleines Gemisch aus allem, aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf den aktuellen Pfeifen der Pfeifenmacher. Pfeife und Tabak, das gehört ja zusammen, ne? Man muss ja auch an den Tabak denken. Da habt ihr eine Tabakbar geplant und da kommt einer der renommiertesten Tabakmischer aus Rellingen zu euch. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erklären. Ja, also wir konnten tatsächlich Thomas Nitzsche gewinnen, den Masterblender von Kohlhaasi und Kopp. Und das waren sehr gute Gespräche im Vorfeld und ein sehr liebenswürdiger, hilfsbereiter Dienstleister. Und wir freuen uns schon sehr auf ihn, weil er doch einiges mitbringen wird, wo man sich dann auch ein bisschen was selber mischen kann. Man kennt es ja auch von der einen oder anderen Messe in der Art und Weise. Und ich glaube, der hält da noch einiges parat. Er hat da so ein bisschen Geheimnisse draus gemacht. Er hält da noch einiges parat in der Hinterhand, wo wir dann, glaube ich, schon erstaunt sein werden und freuen können drauf. Also die einen, die sorgen für die Handschmeichler und die anderen sorgen dafür, dass der Aromabedarf im Raum richtig gut und attraktiv gedeckt wird. Passt doch wunderbar. Nächstes Thema, Zigarren und Rum sind auch da. Das hat mich da zum Schluss ein bisschen gewundert. Aber natürlich, der Pfeifenraucher ist ja auch ein Rumkonsument im weitesten Sinne. Und die Zigarre gehört ja irgendwo immer zu einer Pfeife auch dazu. Aber da hast du auch noch ein paar Informationen für mich. Ja, also wir haben unseren tatsächlich örtlichen Händler oder beziehungsweise Einzelhändler, der seit 100 Jahren am Markt ist, also erprobt mit Spirituosen und tatsächlich auch mit Zigarren, deswegen heißt er Zigarrenmetzger. Und da haben wir einiges parat. Ich will nicht zu viel verraten, aber die Firma André wird dann mit vertreten sein. Und da haben wir besondere Rumsorten dabei. Haben auch zwei Tastings dann, mal vormittags, mal kurz nach dem Mittag, wo probiert werden kann, wo getestet werden kann, in guten Rum dazu. Also da haben wir auch eine Breite, sind wir auch ganz gut aufgestellt in der Richtung. Wenn ich mir so vorstelle, ich habe also jetzt mal eine dritte Pfeife geraucht, ich habe auch schon zwei rum probiert, bekomme ich auch Hunger, ne? Also auch was für ein Appetit vorhanden? Ja, also wir haben tatsächlich, wir haben es durchgehalten. Ich sage mal Süddeutsch, Schrägstrich Schwäbisch zu bleiben, sowohl bei den Abendessen, die ja stattfinden. Da haben die es ja auch nicht weit, wenn du gerade sagst, dass man dann ja doch mal auch was getrunken hat, Treppe rauf, Treppe runter, dann ist man in der Location. Und tagsüber haben wir auch eine Versorgung mit mindestens vier verschiedenen Speisen und Kuchen und Butterbrezeln und so weiter, was man halt braucht im Schwäbischen. Hört sich spannend an, hört sich gut an. Folg mal, das Schlusswort für dich jetzt heute hier, bevor wir uns dann wirklich am nächsten Samstag sehen. Vorher werde ich dann keine Fragen mehr stellen. Ja, also ich habe mir jetzt noch was aufbehalten für den Schluss. Das letzte Geheimnis wird noch nicht verraten, das haben wir ja letztes Mal schon gesprochen. Aber wir haben tatsächlich noch eine Tombola ins Leben gerufen. Und zwar eine Tombola tatsächlich mit Hauptpreisen Pfeifen. Von Pfeifenmachern, die da sind. Also es lohnt sich für jeden Pfeifenraucher an der Tombola teilzunehmen, weil da kann man das ein oder andere schöne Stück abgreifen.
Also, liebe Freunde, liebe Pfeifenfreunde, auf nach Stuttgart am kommenden Samstag. Ich bin dann auch mit meinem Kollegen hinter der Kamera unterwegs und dann treffen wir uns wirklich und endlich am Samstag, den 11. in Stuttgart. Volkmar, ich sage vielen Dank. Du hast bestimmt genug zu tun, deswegen gehe ich jetzt raus. Es ist in Ordnung und ich freue mich auf euch und das ganze Team auch. Wir sind zu sechst. Wir können alle gut versorgen. Okay, freue ich mich drauf. Bis Ja, dann. bis dann.